Hallo Herr Bär, vielen Dank, dass Sie da waren und dass Sie bei Gauguin Sounds mitgemacht haben. Hat Ihnen das Werk ein bisschen auf eine andere Art eröffnet, Bilder mit Musik in Verbindung zu bringen? Ja, tatsächlich. Jedes Kunstwerk tut ja Assoziationen auslösen und lässt einem an etwas denken, vielleicht an etwas Persönliches, sicher an etwas, das der Maler gar nicht so hätte wollen. Und wenn man jetzt ausdrücklich fragt nach einer Idee von Musik, dann schaut man das Kunstwerk auch wieder gerade ganz anders an. Und das haben sie immerhin bei mir bewirkt. Sind Ihnen Sachen aufgefallen durch die vielleicht andere Betrachtung, die Sie vorher nicht gesehen haben? Ja, ich würde schon sagen. Gut, am einfachsten ist natürlich, wenn man einen Text von einem Lied assoziiert, dann nachher denkt man an etwas ganz Konkretes, beispielsweise an eine Liebschaft, an eine Erinnerung oder weiss ich was. Wenn es aber die Melodie ist, muss ich jetzt ehrlich sagen, natürlich hatte ich die Assoziationen, aber ich konnte sie nicht mehr erklären. Und ich habe ihnen ja dann auch nicht geschrieben, was ich dabei denke, weil ich habe dann gefunden, das ist wie zu viel. Eine Verknüpfung mit einem Gefühl, das ist das eine, aber das Gefühl dann noch zu verbalisieren, das wird für mich dann schon ein bisschen peinlich. Kunst ist eine spezielle Kommunikationsform, ganz eine andere als die politische. Im Politischen ist es so, da sagt man mehr oder weniger im Klartext, was man denkt, und der andere kann dann sagen, er ist einverstanden oder nicht. Kunst ist eine andere Kommunikationsform und bewirkt bei denen, die sie anschauen oder die sie hören, etwas ganz anderes, als der Künstler hätte wollen. Und insofern ist das Medium, das angesprochen ist selber wieder ein bisschen ein Künstler. Gibt es jetzt etwas im Werk von Gauguin, das Ihnen persönlich ganz speziell gefällt oder entspricht oder etwas auslöst? Das kann ich so nicht sagen. Also ich bin jetzt natürlich überwältigt vom Gesamtwerk, das da ist. Und könnte man ja vorstellen, das Gesamtwerk hat es praktisch gar nicht gegeben. Auch er hat sein Gesamtwerk wahrscheinlich gar nicht so gesehen. Es sind ja verschiedene Phasen von seinem Leben und die sieht man jetzt alle auf einmal. Ich muss aber auch zugeben, ich habe auch eine gewisse Reserve. Sehr oft finde ich, es ist eine Romantizierei. Also sehr oft finde ich, wird jetzt da nicht eine Situation als zu schön dargestellt. Also gerade, ich denke dann, also sind jetzt die Leute so glücklich, wie sie da dargestellt werden? Und das ist jetzt wieder eine Assoziation, die ich habe, wo vielleicht zu wenig positiv darauf eingehen kann. Ich frage mich, warum haben die Bilder heute so einen wahnsinnigen Wert? Doch auch, weil sie eben positive Emotionen wecken. Und bei mir kommt dann immer sofort das Aber führen. Ich weiss nicht, ob ich die Bilder so wahnsinnig schön fände, wenn ich den Gauguin persönlich würde kennen. Das ist mir schon sehr oft passiert, dass ich ein Werk ganz toll gefunden habe. Wenn ich den Künstler lernen kenne, habe ich gefunden, das ist aber ein schwieriger Typ oder ist ein ekliger Typ. Und nein, es gefällt mir gar nicht. Ich habe auch das Umgekehrte erlebt, dass ich, weil ich jemanden sehr sympathisch gefunden habe, plötzlich seine Kunst gut gefunden habe. Und der Gauguin ist, glaube ich, doch auch ein bisschen ein widerborstiger Typ gewesen, der doch immer wieder auch neues persönliches Elend verursacht hat. Ich weiss nicht, ob ich aus Solidarität mit den verlassenen Frauen ihn vielleicht gar nicht so einen tollen Mensch gefunden habe.